Professionalität gepaart mit sozialer Kompetenz zeichnet uns aus. FC Wels, ein Verein für die ganze Familie. In der dritten Runde der Radio Oberösterreich Liga waren die 500 Zuschauer im Askö-Stadion beim Spiel FC Wels gegen Edelweiss sehr zuversichtlich. Wieder erwarten stand man im Lager der Messestädter nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum da. Frage an Obmann-Stellvertreterin Tamara Schröttner-Brandmeier: Wie funktioniert das? Ja, das geht, indem wir einen super Nachwuchs haben und immer wieder sehr gute Spieler nachrücken können und unser Cheftrainer mit seinem Co-Trainer Luttenberger sehr gute Arbeit leistet. Ja, wir sind voll stolz und freuen uns und hoffen, dass es auch so bleibt. Dass Facebook auch Freundschaften herstellen kann, beweist der dieses Mal anwesende Ehrengast. Wir freuen uns recht, dass wir heute den Christian Hackl von Linz bei uns haben. Er ist Fan geworden jetzt vom FC Wels. Der Kontakt ist zustande gekommen, dass unser neuer Marketingbereichsleiter, der Herr Franz Wohlmuth, mit dem Christian befreundet ist. Und über Facebook ist er dann aufmerksam geworden auf uns, der Christian, und hat den Kontakt zu uns gesucht und hergestellt. Und wir haben uns gleich recht gefreut. Mich gefreut, dass der Wohlmuth Franz ist jetzt, ist auch jetzt da. Ist ein guter Freund von mir, weil der war zuerst bei Blau-Weiß. Und ich habe mir gedacht, das taugt mir voll. Dann bin ich bei Facebook auf die FC Wels-Seiten gegangen. Dann habe ich gleich auf Gefällt mir gedruckt. Dann war er ist ein Trainer, dann bin ich gefragt, ob ich mal zum Wels-Spiel kommen möchte. Habe ich gesagt, ja gerne, aber mein Holz ist nicht so leicht und so. Und dann hat der Homer Franz gesagt, dass er mich abholt und herbringt, und das treibt mich voll. Und einen schönen Gruß noch nach St. Florian zu Blau-Weiß, und ich hoffe, dass es auch gewinnen. Aber taugt mir viel, dass ich da bin. Danke. Erwartungsfroh auch Schiedsrichter Robert Platzer, der mit diesem Spiel seine Radio Oberösterreich-Liga-Premiere feierte. Assistiert von Alem Buskaric und Roman Staudinger und begleitet von der U10A und U10B des FC Wels. Auch Christian Hackl war bei der Begrüßung auf dem Feld anwesend. Schon nach zwei Spielminuten die Linzer im Vorwärtsgang. Gott sei Dank hatte nach missglückter Abwehr von Marco Mittermeier der ehemalige Welser Akif Imamovic sein Visier noch nicht richtig eingestellt. Fünf Minuten später hob Thomas Hinterreiter die Abseitsfalle des FC Wels auf und zum Leidwesen der Zuschauer erzielte Cana Öncel das 1:0 für Edelweiß. Die Linzer wollten sofort nachlegen, doch dieses Mal war Goalie Florian Froschauer nach Pass von Simon Prieglinger-Simada und dem Schuss vom Imamovic auf den Posten und hatte seinen Teamkollegen einiges zu erzählen. Anscheinend war die Kröger-Elf noch immer nicht richtig munter, denn in Minute 14 konnte Simon Prieglinger-Simada mit schönem Weitschuss nach einem Lauf über 30 Meter und absoluter Inaktivität der Welser auf 0:2 stellen. Gleich darauf erzielte abermals Cana Öncel nach dem Motto „Jeder Schuss ein Treffer“ das 0:3. Wir möchten Ihnen gerne auch einige Chancen des FC Wels zeigen, doch leider waren diese bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhanden. Hier ein Freistoß von Akif Imamovic, dieses Mal wäre Goalie Froschauer auf dem Posten gewesen. Und so lautete der ernüchternde Pausenstand 0:3. In der Halbzeit mussten einige Kinder bei einem Spiel einen Jumbo-Fußball auf dem schnellsten Wege ins Tor befördern, wobei sich die Ballbehandlung schwieriger darstellte als gedacht. Nun wieder zum Spiel. Die Pausenansprache von Trainer Helmut Kröger dürfte beim FC Wels nicht sehr gefruchtet haben, denn nach 49 Minuten stand es nach einem Schuss von Marius Bogdan 4:0 für Edelweiß. Unberührt davon Schiedsrichterassistent Roman Staudinger, der alles in allem einen sehr geruhsamen Abend in Wels verbrachte. Fraglich, ob es sich bei diesen beiden Herren um eine Facebook-Freundschaft handelt. Nach 63 Spielminuten Elfmeter-Alarm im Linzer Strafraum. Doch Schiedsrichter Platzer entschied in dieser Szene auf Weiterspielen. Danach wachten die Welser endlich ein bisschen auf. Philipp Schopper probierte es mit einem Schuss. Wie leicht es an diesem Abend war, durch die Abwehrreihen des FC Wels zu spazieren, zeigte Ivica Jurinovic. Gott sei Dank stand der Linzer Querimi bei seinem Abschluss im Abseits. Jetzt spielte Edelweiß die Routine aus, verschonte den FC Wels jedoch bei der einen oder anderen Möglichkeit. Trotz der 4 Gegentore war Goalie Florian Froschauer der beste Spieler auf Seiten der Welser. Wenigstens einmal durften die Messestädter an diesem Tag jubeln und Alexander Grumphals stellte nach einer Kombination über André Berstling und Jürgen Scharsching auf 1:4.
Trotzdem kein Grund für Edelweiß-Coach Stumpf, Baldrian zu schlucken. Großes Kompliment an meine Mannschaft. Das war heute nicht so ein leichtes Spiel für uns. Wels ist sehr gut gestartet. 2 Spiele, 6 Punkte in der Meisterschaft. Unser Stab, muss ich ehrlich sagen, haben wir ein bisschen anders vorgestellt. Gerade gegen die ersten 2 Mannschaften, gegen Golsan, war ein bisschen die unbekannte Mannschaft. Aber trotzdem haben wir 2:0 geführt. Auch für mich, glaube ich, die bessere Mannschaft gewesen. Nur einen Punkt mitgenommen. Und jetzt dann so ausgemacht, dann haben wir 2:1 verloren. Also war der Start für uns absolut nicht positiv. Und deswegen muss ich sagen, die Mannschaft hat jetzt wirklich selbst aus den sogenannten kleinen Tiefe rausgezogen. Und ja, großes Kompliment an meine Mannschaft. Gerade wie sie erste Halbzeit gespielt hat, muss ich sagen, war sehr, sehr guter Fußball. Aggressiv gewesen, 2 Kämpfe angenommen und haben dann auch, glaube ich, verdient, zur Halbzeit 3:0 geführt. Anders sein gegenüber Helmut Kröger, der mit der Leistung seiner Mannschaft sichtlich nicht zufrieden war. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen in meine Mannschaft und auch meine Persönlichkeit. Aber wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Von der ersten Minute weg waren wir einfach weit weg vom Gegner, keine Zweikämpfe gewonnen. Wir haben uns eigentlich 2-3 Tore selber gemacht. In der Pause haben wir versprochen, Verschiedenes. Dann sagen wir, kommen wir mal raus, dann können wir gleich wieder eins. Was wir uns auch wieder selber gemacht haben. Ich meine, die Mannschaft, Blin war, sage ich mal, Edelweiß war stärker, keine Frage. Muss man zum Sieg gratulieren. Alle Achtung, aber wir haben heute auch nichts dagegen gesetzt. Bleibt zu hoffen, dass seine Mannen eine Lehre aus dieser Niederlage ziehen und beim Auswärtsspiel gegen Neuhofen wieder anders auftreten.